So, als nächstes der Martin. Ist der Martin hier? Der nächste Redner? Okay. Sorry, Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert. Erstens, ich will mal alle grüßen, die da sind. Und Leute, die nicht da sind, wie zum Beispiel im Matti, der jetzt heute in München ist, der ursprünglich Oliver kommt, da zu uns nach Wien. Ich will unter anderem auch einen Johannes in Dresden grüßen. Und ich möchte euch auch Leute grüßen, zum Beispiel in Amerika, in Spanien. Wobei zum Beispiel 40.000 Leute, also viele werden es gar nicht wissen, ich weiß nicht, 40.000 Leute in Amerika auf die Straßen gegangen sind, die gesagt haben, wir machen mit dem System, das uns aufgezwungen wurde, ja? Beispiel Krieg, Irak und so weiter, ja? Nicht mehr mit, die haben die Abzeichen runtergerissen, ihre Medaillen auf die Straße geworfen und haben gesagt, okay, wir gehen nicht mehr zum Heer. Ja? Und vor diesen Leuten habe ich sehr tiefen Respekt, weil sie diese Leute für, also gegen den Krieg, für den Frieden einsetzen, ja? Die sich für Menschenrechte einsetzen, so wie mir, und wissen, dass Krieg keine Antwort ist. Ja? Lasst euch nicht ins Hirn scheißen von irgendwem, der sagt, okay, der ist der Feind, ja? Der ist der Aggressor. Wir sind alle eine Einheit und wir beleben alle einen Planeten. Ja? Wir sind alle eins und wir sollen sie miteinander vertragen, ja? Und nicht in die Goschen hauen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ja? Das, was ich allerdings überhaupt nicht einsehe, ja, ist, dass es Leute gibt, wenn es schon Video im Internet gibt, ja, wo gezeigt wird, dass Frauen, dass Männer, Unbewaffnete, ja, und Kinder, ja, erschossen werden, wo ein Vater mit dem Kind umeinander rennt, wo hinten der Kopf wird, ja, dass es dann noch Leute gibt, die jetzt da sagen, ja, das kann ja eine Fälschung sein, ja, das ist keine Fälschung. Wenn es Leute gibt, die mit Tränen, ja, von dem Ganzen erzählen, die es reißt, ja, die gar nicht mehr still stehen können, weil sie die Erinnerung im Kopf haben, dann kann das keine Fälschung sein. Ich bin bereit, für den Frieden zu kämpfen. Das habe ich schon seit meinem 9. Lebensjahr gemacht. Manchmal denke ich mir, für was, wenn es Leute gibt, die sagen, ich sitze lauter Trotteln. Auf der anderen Seite denke ich mir, umso mehr man sich für den Frieden einsetzt, ja, umso mehr man schaut, dass Leute endlich einmal kapieren, was da wirklich Sache ist, was da wirklich passiert rund um uns, ja, umso mehr können wir schauen, dass wir andere auf unsere Seite ziehen. Ja. Ohne Krieg, ohne Hass, mit Verständnis, zueinander, miteinander, für Frieden einzusetzen. Ich danke euch. Thank you.